Ihr wollt wissen, warum ich hier durch die Pampa hüpf? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wir wollen die letzten zwei von den Kollegen aufbauen. Es ist alles drin. Wir haben hier die ganzen modularen Rahmen, damit der hier seine schweren modularen Rahmen machen kann. Wir haben Beton, wir haben die, wie heißen die Dinger nochmal, Stahlbetonbarren, wir haben die Rohre, alles da. Einzige, was wir brauchen, noch zwei von diesen Geräten hier. Einen hier. Und einen da. Die das gleiche Rezept bekommen wie der Kollege hier. Mussten wir da eigentlich irgendwo... Moment. 7,1, also einer muss mit 11,1 da reingehen. Du bekommst das und du bekommst das gleiche, aber du machst bitte nur 11, ich nehme an, sowas hier in der Richtung. Ja. Das ist doch schon mal ganz gut. Dann haben wir das da drin. Strom braucht ihr. Logischerweise. Na ja, komm, du gehst darüber. Und du gehst auch darüber. Oh ja. So, Strom haben wir schon mal. Dann bauen wir erstmal den Spaß rein. Den Spaß rein. So, das läuft wunderbar durch. Einmal du. Einmal du. Damit kann der Kollege anfangen. Da läuft schon einiges weg. Wie sieht es hier aus? Interessant. Hätte erwartet, dass hier auch ein bisschen was weggeht. Aber es läuft scheinbar vorne erstmal raus. So. Du gehst dahin. Und du gehst dorthin. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann nehmen wir uns in der Zwischenzeit. Ich habe da mal den einen weggemacht. Dann konnte ich mir vernünftig die Teile rausnehmen, die ich brauche. Und ja, dann entsprechend die eben aufbauen. Das Aufbauen habt ihr ja gesehen. Eigentlich auch. Blöd, euch das mitzuteilen, was ich aufgebaut habe, während ihr das seht. Aber egal. Hier kommt Zeug an. Das geht dorthin. Wird weitergeleitet. Da sind auch schon die ersten gebaut worden. Sehr gut. Musik. Besser. Da soll eigentlich nur zwei stehen. Macht keinen Unterschied, aber... Oder zumindest keinen großen. So. Da sieht's gut aus. Beton ist drin. Also ihr seid richtig schön voll. Da auch. Da kommt genug an. Das heißt. Eigentlich. Ja. Bis hier die 50 drin sind. Das dauert halt jetzt wirklich lange. Wir haben... Für drei Stück brauchen wir 64 Sekunden. Wie sieht das hier aus? Oh, okay, bis die drei fertig sind. Also, das wird ja ewig dauern. Aber ja, 5 Minuten hier. Mehr. Fast 10. Das machen wir nicht. Also setzen wir
den Kollegen dran. Da laufen jetzt überall die 50 Stück raus. Die laufen wieder an. Das ist sehr gut. Wie sieht's denn hier unten aus? Hier kommen jede Menge an. So soll das aussehen. Die gehen schön da rein. So. Du hast deine 50 schon voll. Super. Natürlich ist jetzt gleich ein bisschen weniger werden hier. Weil das passt halt nicht für jeden hier 50, weil wir haben 20 Stück davon. Aber es läuft und da ist Ende. Das geht darum, aber die haben wir schon mal alle voll. Das ist doch super. Auf der Seite geht es noch weiter. Wir machen da oben 20 Stück pro Minute. Und hier unten brauchen wir halt. Einen pro Minute brauchen wir. Ja, okay. Passt. Irritiert mich schon wieder. Das heißt, der Spaß läuft jetzt hier vorne rein. Einmal hier lang, da hinten hoch. Und geht in die Kollegen rein. Da kommt auch schon eine Drohne. Wunderbar. So, dann gucken wir mal. Du hier machst 0,75 pro Minute. Du brauchst 2 Einheiten. Gucken wir mal, wann das erste kommt. Ja, also das muss jetzt halt so nach und nach hier wieder aufbauen. Da oben geht halt die Produktion schön los und holt alles runter. Kommt halt dann Stück für Stück und geht da rein. Total bescheuert, von oben runter und dann unten rum und dann wieder rein. Aber egal. Sache, es funktioniert. Jetzt müssen nur noch die ersten. Eigentlich brauche ich 4, damit auch wirklich was reinkommt, also die 2 reinkommen. Ah, ich sehe was. Da passieren Dinge. Da kommen 2. Da kommen nochmal 2. Da kommen nochmal 2. Upp, rein da. Rein da. Du kannst loslegen. Und weiter geht's. Ja, es läuft langsam an. Aber es läuft an. Das heißt, 80 Sekunden sehen wir das erste Ding hier rausgehen in die Richtung. Hier ist schon der dritte, der läuft. Also das gefällt mir. So soll das sein. Natürlich kommen da nachher deutlich mehr raus. Was hatten wir hier? Ich glaube 14 hatten wir hier. Da unten fährt wieder ein Zug. Aber damit haben wir jetzt quasi alle Schritte am Laufen. Unser Draht wird gebaut und irgendwo in den Computer gesetzt und der Turbodraht genauso. Und daraus werden wieder die Stangen gemacht, bis wir Supercomputer haben. Und ja, alles läuft schön langsam zusammen. Ersten 3 bauen und du bist so gut wie fertig. Zack, da ist er unterwegs. Und jetzt gleich da unten ankommen. Und die Nummer 1 wird eingelagert, gebastelt, getan. Oh, wir haben aber noch was zu tun. Das hatte ich ja mal voll übersehen. Waren das nicht hier in der Etage die ersten Maschinen, die ich gebaut habe? Ah ja, super hingekriegt. Aber macht ja nichts. Ist ja nur ein klein bisschen was. So, wenn wir den Spaß gleich am Laufen haben, die hier auch rauskommen und oder rauskommen können und hinten an die Drohne gehen, können wir ein kleines Experiment wagen. Ich habe ja Probleme, zur Basis zurückzukommen. Und
Im Moment gibt es zwei Möglichkeiten, das vielleicht zu beheben, dieses Problem. Das eine wäre ein anderer Weg und das andere wäre sterben. Ich würde es gerne mit Variante 1 probieren. Also erstmal einen anderen Weg einschlagen, anstatt über den Krater unten zu gehen mit dem Zug. Mich einmal hier durch die Landschaft zu schweben. Ich sehe da hinten nämlich noch da zum Beispiel und da so. Da sehe ich auch jede Menge von den Türmen. Also es gibt hier eine Verbindung und wir müssen irgendwie da hinten hin. Beziehungsweise eigentlich müssen wir da hin, um ganz genau zu sein. Also wir können bestimmt irgendwie so darüber gehen. Und dann gucken wir mal, ob wir das vernünftig hinkriegen. So. Da müsste jetzt... Oh, da stehen sie schon an. Und los geht's mit ein paar. Mit vier, um genau zu sein. Fünf, meinte ich. Meinte natürlich fünf. So, das läuft da durch. Wie sieht's da aus? Da kommt noch nicht viel an. Müssen wir noch ein bisschen warten. Also bis die alle so durch sind und arbeiten. Man sieht ja auch hier die Computer, die haben auch, oder Supercomputer, die haben auch ein bisschen was zu tun. Hier gehen gerade mal zwei, also das hängt alles, aber da vorne muss jetzt so nach und nach immer mal wieder was reingeschmissen werden. Aber auf Dauer werden die alle bis hier vorne, also nein, bis da vorne grün werden und auch irgendwann diese dort. Das sollte passen. Und wir sehen, überall fängt irgendwas an, sich zu bewegen. Das ist schön. Okay, die Drohne kommt auch gerade an. Wir fallen mal eben kurz darüber. Kann ich im Drohnenport jetzt noch reingucken? Ja, 9 Stück haben wir drin. Guck mal, fast unsere 10. So, und... Tschüss, liebe Drohne. So, wenn ich das richtig im Kopf habe, haben wir immer 50er Stapel bei solchen Sachen. Das heißt, mit 2,17 Stapel wären über 50 Stück, über 100 Stück, Entschuldigung, die wir bewegen können. Also, da passiert was. Das läuft schön. Noch keinen neuen drin, also... Ich bin echt gespannt, wie gut das jetzt läuft. Da kommen die nächsten. Oh, noch einer. Wahnsinn. Zwei. Jetzt kommt die Nummer 3 rein. Okay. Das läuft. Dementsprechend bewegen wir uns mal Richtung Heimat. Und zwar über diesen Weg. Und hier mal gucken. Wenn wir mal kurz hier stehen, so. Da geht eine Leitung lang so quer. Wir haben die dort. Hi. Ich habe sogar ein bisschen Kabel und Gedönse dabei. Das heißt, wir fliegen jetzt einmal darüber und gucken, dass wir uns da hinten... Ah, da sehe ich auch schon wieder was. Sehr gut. Den Weg... fertig machen. Oh, bitte. Auf die Kante. Das wäre super. Dann bin ich hoch genug. Ja. Perfekt. Okay. Du liegst da gerade so verlockend. Und perfekt. Ich habe offensichtlich auch schon mal einen von deinen Kollegen hier weggemacht. Also... immer locker bleiben. Da geht's hoch. Ja, das ist aber genau die richtige Stelle für den Spaß ausgesucht. Guck mal,
Es ist recht ruckelig heute. Na gut, der fängt jetzt auch gerade an, ordentlich zu berechnen. Okay, hier ist Nummer eine. Also, ich werde mich jetzt nicht beschweren, dass hier so viele rumliegen. Die nehmen wir so mit. Gucken wir mal ein bisschen höher, damit brauchen die jetzt nicht schlüpfen. Oh, hier ist Katerium. Die sind doch nicht geschlüpft. Sehr gut. Ein bisschen hier hoch. Und ab durchs Wäldchen. Ja, die rote habe ich gesehen. Die nehmen wir nicht mit. Oder oben ist da. Was hängen die denn hier alle in den Bäumen rum? Okay, wir wollen in die Richtung. So, da jetzt. Okay, ich sehe etwas Neues. Wow. Ja, ihr seht diese wunderbaren Ruckler. Guck mal, die haben wir bisher noch nie gesehen. Das sind die neuen Strahlungs... Oh, ich habe nur 7 Dinger dabei, also weg hier. Die verstrahlten Säue. Ja, sonst gehst du mir wieder auf den Weg. Warum ist hier ein Strahlungslevel? Ach, da, weil da Uran hängt. Da drüben geht's weiter. So, hier lang. Also wenn die wirklich so gut auf dem Weg liegen, dann glaube ich mir schon, die eben mitzunehmen, weil das wäre Quatsch, wenn nicht. Die Richtung wäre jetzt gut, da unten geht's weiter, das müsste auch passen. Oh, das Katerium. Habe ich das nicht gerade schon mal gesagt? Was ist denn hier drunter? Weiß ich nicht, habe ich noch... Oh. Ja, mal ein bisschen wieder auffüllen, was wir zwischendurch wirklich richtig gemacht haben. Wie sieht es denn hier aus? Summer Snow. So, einmal. Und weiter geht's. Da runter. Ich glaube, dem Schwefel folgen ist eine doofe Idee. Also Schwefel geht halt genau in die Ecke, wo ich dann wieder Probleme habe und mir das Spiel abstürzt. Das ist der einzige Grund, warum wir das hier machen. Da oben lang. Und da wollen wir halt gerade nicht hin. Aber wir haben leider keinen anderen Weg. Wäre schön, wenn ich irgendwie vorher rechts biegen könnte. Aber wir müssen dahin. Da geht's dort lang. Wir schauen einfach mal. Vielleicht finde ich eine Möglichkeit. Jetzt hier. Oh. Schon wieder Strahlung. Wäre so ein Strahlungsvieh? Oh ja. Mehrfach Uran in der Ecke. Uiuiui. Da oben könnte gut sein. Einmal hier durch die Baumwipfel durch. Dann müssen wir hier rüber. Also wir gehen natürlich genau in die Ecke rein, wo ich gar nicht hin will. Bitte, bitte. Und hoch.
zum Aluminium haben wir es immer geschafft. Das war nicht das Ding. Also hier unten unsere Aluminiumfabrik ist nicht das Problem. Das Problem ist dort. Da ist echt Todeszone. Ich weiß auch nur, ich hätte ja versprochen mal, könnten da unten langlaufen. Das ist gut. Dann zum Schluss hin nochmal so eine Tour, um die gesamte Welt zu machen. Im Moment, also Stand jetzt für Update 8, weiß ich nicht wie, weil sobald ich da hinten hinkomme, ist Ende. Ich habe es einmal dran vorbeigeschafft, aber das Spiel sagte in dem Moment, ich habe keine Lust mehr. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Turbo-Treibstoff-Generatoren, also Treibstoffgeneratoren ich da angeschaltet habe mit Turbo-Treibstoff. Das war auf jeden Fall eine etwas höhere Menge. Wir hatten da eine ganze Menge zu tun. So. Die Richtung gefällt mir aber grundsätzlich. Genau diese Ruckler, wie wir sie jetzt haben, die gefallen mir halt nicht, weil die machen das echt schwierig. Jetzt habe ich mich natürlich entschieden, Update 8 zu fahren und darin weiterzubauen. Das heißt, zurückgehen kann ich grundsätzlich. Da müsste ich den ganzen Scheiß aber nochmal neu machen. Ihr könnt euch vorstellen, dass sich diesbezüglich meine Lust etwas in Grenzen hält. Wir gehen da lang. So, wohin kommen wir hier? Das sieht doch eigentlich ganz gut aus, auch von der Richtung her. Ich versuche halt so ein bisschen an diesen Rand vorbeizugehen, den ich da habe. Laufe ich jetzt einfach weiter geradeaus? Man sieht da oben, also das ist alles, was da in der Luft hängt. Das sind Treibstoffgeneratoren. Etwa ein paar hundert. So, wir kommen dem Lift näher. Also grundsätzlich, das hier gefällt mir gerade. So haben wir eine Chance, dran vorbeizukommen. Jetzt kann natürlich noch sein, dass es sonst wo abschmiert. Bevor ich hier jetzt irgendwo runterspringe, gehen wir mal lieber hier einfach rüber. Hi. Das war in Ordnung. Hier so ein bisschen lang. Wo kommen wir denn hier hin? Okay. Die Ecke wäre super, aber da komme ich von hier aus gar nicht hin. Komme ich denn von hier aus da irgendwo lang? Wie sieht es denn hier aus? Wenn ich hier runterfalle, bin ich tot. Das ist... Wollen wir nicht drüber nachdenken. Das ist gerade gar nicht so leicht. So einen halbblöden Weg zu finden. Hier runter. Ich meine, wenn ich irgendwo hier runterfall, ja, dann spawne ich da, wo ich eigentlich hin will. Also das wäre jetzt gar nicht so schlimm. Ich muss irgendwie... Ich hätte oben lang gehen sollen. Dann wäre ich da runtergekommen. Okay. Ach doch nicht den. Ups. Well. So, okay. Das ist jetzt hier. Oh, jetzt ruckeln, dankeschön.
Eieieiei. Okay, ich halte alle möglichen Tasten hier gedrückt. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Okay. Ich fall weniger schlimm, als ich gedacht habe. Ich fall sehr schlimm. Hab ich hier Dingens? Nein, hab ich nicht. Wäre ja auch nur praktisch gewesen. Nein, komm, hoch. Okay. Wo bin ich? Und da geht's nochmal. Unter die Welt. Okay, ich habe echt ein Problem. Weil wenn ich hier runtergehe, also falle, ich komme in die richtige Ecke. Aber komm ich da weiter lang? Oi. Hier wollte ich hin. Es ist, nennen wir es mal sportlich gerade. Hier rüber, sehr gut. Oh, Strom wäre jetzt so toll. Ich will... Komme ich hier runter? Sogar ohne Schaden. Also komplett ohne Schaden. Okay, wie weit kommen wir hier runter? Sag mir bitte, dass das auf den Boden geht. Nein! Okay, jetzt bin ich gespannt. Natürlich. Okay, wir waren nah genug dran. Ich habe einfach den Sprung verkackt. Dumm gelaufen. Ich müsste jetzt alles... Warum gucken wir auf meinen Schritt? Theoretisch müsste... Ich habe alles noch. Oder? Hat das funktioniert? Ja, Gott sei Dank. Okay. Sollte so nicht sein, aber... Naja, gut. Das heißt, wir haben jetzt quasi Variante 1 und 2 gemacht. Ich wollte irgendwo hier runter. Da vorne hinzukommen. Da oben ist unser Drohnenlandeplatz. Och, komm. So, laufen wir mal eben hier rüber. Das heißt, du... Moment, 3 Gegenstände pro Minute. Hi. Das wäre cool, wenn man die Motte ausstellen könnte. So, jetzt würde ich gerne wissen, wo ist die Drohne hierfür? Okay, ich muss die Musik neu einstellen. Aber wir haben eine Chance, hier hinzukommen. Das heißt aber beim nächsten Mal, wenn wir, also hier, da kann man es wiedersehen. Versuch da mal rein zu zoomen. Also der Klotz unten, das ist nur Kohlekraftwerk. Das ist aber das Kohlekraftwerk, das genug Strom zur Verfügung stellt, um die ganze Produktion von dem Turbotreibstoff zu machen, die wir da oben nutzen. Also, ne? Das ist ordentlich. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie viele. Da ist die Taste. Wie viele Dinger es sind. Ich möchte gerne die Drohne sehen. Wo ist sie denn? Okay. Müsst ihr hier hinten jetzt irgendwo rumhängen? Ja. Machen wir doch mal eben hier die Erze weg. Wo sind die Erze?
Die möchte ich auf der Karte nicht sehen. Achso, nee, das ist der Zug. Das heißt, hier vorne ist irgendwo... Ist das dann da? Ne, das ist auch ein Zug. Habe ich die Drohnen abgeschaltet? Hier ist das Train. Hier ist ein Drohnenport. Also hier müssten irgendwo hier zwischen müssen ja Drohnen sein. Weil die fliegen weg. Ich sehe zum Beispiel da gerade eine landen. Aber die werden vorsichtig aber trotzdem nicht angezeigt. Schade. Jetzt sehe ich die ganzen Drone-Hubs, aber nicht die Drohnen selber. Die fliegt wieder weg. Ne, Train. Schade. Du hast genug Batterien drin, das ist alles super. Das ist auch die richtige hier, ne? Also, nicht, dass wir uns jetzt... Montageleitsystem, ja, das ist genau die richtige. Dieser Landeplatz ist verbunden mit Bum-Bum-Bäckerkreisel. Macht Sinn. Da kommt sie. Hallöchen. So, ja. Einmal kurz den Knicks machen, das ist immer eine gute Idee. Und lande. So, ich bin sowas von gespannt, was jetzt hier rausgeht. So, schmeiß rein. Komm, bums. Das waren noch ein paar. Die gehen da runter. Irgendwo unten rum. Ein bisschen Gewirre. Kennen wir ja. Sollten dann jeden Moment da ankommen. Genau. Wo wurden die denn jetzt nochmal aufgeteilt? Gehen da rum und dann da in den Schredder. Dann. Wunderbar. So soll das sein. Warum wurden die da aufgeteilt? Egal. Und auf einmal sind wir bei 1,6 Millionen Punkten. Also wenn so ein Ding reinkommt, wow. Was habe ich denn da rausgeschmissen? Wahrscheinlich die erste Lieferung. Oder so. Die zweite. Egal. Ja, gucken wir nochmal, wo wird das hier? Kommt es von da? Hätte höchstens einer dazukommen müssen. Oder ich habe irgendwo Mark 5, Mark 5, Mark 5. Alles Mark 5. Oder bist du Mark? Ich habe da so eine Ahnung, woher das kommt. Machen wir mal Mark 5 draus. Ne? Dann laufen die auch schön weiter. Wunderbar. Machst du eigentlich noch was? Du bist untätig. Du bekommst keine adaptiven Steuereinheiten. Weil dir Computer fehlen. Ich meine, es ist egal. Wir brauchen hier nichts mehr machen. Computer gehen auch da lang. Gut. Hier muss auch nichts mehr gemacht werden. Sehr schön. Jetzt gäbe es noch eine Sache, die wir hier machen können. Weil ehrlich gesagt, Komfort... einem wirklich stabilen Release hingehen und also zwei Sachen gibt es sogar noch. Also vor einem stabilen Release von Updates 8 was Neues anfangen, ist ein bisschen schwierig. Ich meine, wir haben am Anfang dann nicht so viel Stress wie später, aber müssen mal gucken. Schön ist es im Moment nicht. Aber wir haben... Ich brauche Strom. Wo ist ein Strommast? Strommast, Strommast. Hier runterfallen.
da ist ein Strommast. Wir haben im Moment 23,4 Megawattstunden, die wir uns 21.400 Megawattstunden oder 23,4 Gigawattstunden. So, die wir speichern. Ja, aber also 110 ungefähr haben wir maximal, was wir brauchen können. Wir könnten uns überlegen, hier irgendwo noch eine Batterie hinzusetzen. Eine ziemlich große. Vielleicht da. Um eben, ich sag mal, auf 150 oder wenigstens diese 110 zu kommen, damit quasi alles im Zweifel für eine Stunde laufen kann. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Das sollten wir so tun. Das wäre quasi so das letzte Projekt. Ich habe keine Ahnung. Was macht denn eine? Nee, das sind komische Wörter. Ich weiß, wir sind eigentlich schon viel drüber, aber wir sind wenigstens hier angekommen. Lasst uns einmal drüber reden. Strom. Energiespeicher. Kapazität 100 Megawatt für eine Stunde. Das heißt, wir haben 23,4, das müssen wir einmal ausrechnen. Wir wollen 110, komm, sagen wir, wir machen noch 150, ne? Minus 23,4 macht 126,6. Und das Ganze, wir müssen ja da noch ein paar dran machen. So. Und das Ding müssen wir durch 100 nehmen, ne? Also 1266. 1266 Batterien. Wir nehmen das jetzt stumpf auf. Das ist unser nächstes Projekt. 1266. Ich kann so viele gar nicht machen. 999. Das wird interessant. Und ich glaube, das machen wir auch. Das ist so ein absolut geisteskrankes Level. Dann haben wir zwei separate Batterien. Einmal beim... hatten wir das denn nochmal? Genau, bei dem Turbotreibstoff. Da haben wir das ja oben auf die eine Fabrik gesetzt. Und also können wir uns schon mal drauf freuen. 1266 Energiespeicher. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen.